So, Dinde. Guten Abend. So, Mikro ist an, Kamera ist an, Licht ist an, ich bin an. Seid ihr auch an? Freu mich. Nee, es war nicht CC Top. Hat sich aber ein bisschen ähnlich angehört, ja. Ist doch Epidemic Sound, da gibt es nur, wie nennt man das? GEMA-freie, lizenzfreie Musik. Michael, hi. Karin, auch dabei. Hallöchen. So. Na, schauen wir mal, was heute Abend abgeht. Ha? Michael ist auch an. Wunderbar. Stefan, hi. Zum Wohl. Und alle schon Upgrade auf Turbo 3.13 gemacht, oder? Lolli mal wieder dabei. Hi. Kaum erwähnt man, dass man mal wieder neue Turbo 3-Version testen will. Ja? Ja, das steht heute auf jeden Fall an, dass wir mal einen Blick auf die 13 werfen. 13.0, ja, kam wann? Am Dienstag, glaube ich. Dienstag kam die raus, genau. Und ich habe es tatsächlich noch nicht frisch installiert. Ich habe noch keine Zeit gehabt. Also werde ich heute Abend mal testen, ob alles so funktioniert. Ich habe mitgekriegt, es gibt wohl noch die eine oder andere kleine, das eine oder andere kleine Problem mit der Installation, aber das kriegen wir schon hin. Irgendjemand hatte irgendwo was gepostet, dass man irgendeine Dependency manuell, Symphony, irgendwas. Muss ich gucken, ob ich es finde. Vielleicht hat auch jemand von euch, so wie ich, den Link gerade parat. Aber wir gucken einfach mal. Wir sehen es dann nachher. Jo, was gibt sonst Neues? Doktrin Dewald, das war's, genau, ja. Da ist irgendeine Release-Candidate-Version im Einsatz. Mal gucken, wie weit wir kommen. Was gibt sonst Neues? Daniel V. jetzt offiziell CEO der GmbH, seit vorgestern, glaube ich, ne? Ne, Quatsch, seit heute? Ne, gestern, ach, keine Ahnung. War doch eh klar. Hat mich jetzt nicht wirklich überrascht, die Nachricht. Ja. Oder hat euch das überrascht? War ja erst nur Interims, aber war ja eigentlich logisch, dass das so... Ne. Aber ist gut, find's gut. Er hat doch einiges vorangetrieben und ich glaube, das ist der richtige Mann auf dem richtigen Posten. So, Link zu den Twitch Notes poste ich gerade mal wieder. Könnt ihr aufrufen direkt. Ich versuche wieder alles zu notieren, was wesentlich ist. Und schaut auch gern, wer es eh noch nicht gemacht hat, auf dem Discord vorbei oder im Forum. Wir stehen kurz vor den 200 Leuten. Klaus, hallöchen, auch mal wieder mit dabei. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal direkt. Ne? So, also Turbo 3.13. Ich habe es noch nicht installiert, wie gesagt. Das werden wir jetzt mal testen. Gucken wir uns erstmal an, was hier so geschrieben wurde. Ah, ich will immer hier rechts klicken, ne? Wenn ich in den Artikel rein will. Nicht auf Read More, sondern ich will hier klicken. Dieser... Ja. Weiß auch nicht. Bin jetzt blöd oder es ist ein Usability-Fail? Eins von beiden. Aber ich will immer hier oben rechts klicken, wenn ich den Artikel lesen will. Keine Ahnung warum. So, also, was gibt's Neues, ne? Right-to-Left-Backend-User-Interface. Sicher cool für ja, arabische Sprachen und so weiter. Ich habe vor ein paar Jahren mal eine Website im Frontend auf Arabisch eingerichtet, unter anderem. Also, es war eine mehrsprachige Seite. Das war damals noch mit Real URL, glaube ich. Das war ein bisschen Fummelei, aber es hat funktioniert. Und jetzt haben wir auch das Backend komplett umgestellt. Usability Fail, ja. Wer weiß. So, was haben wir noch? Optionale Backend-Module. Das fand ich jetzt ganz interessant, dass ich das Install-Tool, also die Admin-Tools bzw. den Extension-Manager jetzt nicht mehr zwingend im Backend aktiv haben muss. Wobei Install-Tool finde ich eigentlich schon ganz praktisch. Ich klicke ehrlich gesagt lieber mal schnell, vor allem jetzt auf einer Seite, die im Betrieb ist, mal schnell da rein, um mal einen Database-Analyzer zu starten oder um mal dies und jenes zu gucken, anstatt dass ich da auf der Shell das mache. Aber es geht auch anders jetzt. Genau, Extension Manager, okay. Der hat in Composer-Installation eh keinen Wert mehr, außer mal, dass man kurz gucken will, was ist installiert oder so. Ja.
sind in Minimal nicht mehr drin. Okay, gucken wir mal. Ich versuche nachher mal meine übliche Installationsmethode, wie ich es immer installiere. Mal schauen. Genau. Was haben wir noch? Backend Entry Point Consolidated. Das finde ich ganz interessant, wobei mir aus diesem Text jetzt nicht ganz klar wird, wie ich das denn nutze. Ja, also ist auch keine Anleitung irgendwie verlinkt. Ich habe auf die Schnelle auch in Docs nichts gefunden, aber ich habe, wie gesagt, noch nicht wirklich Zeit jetzt reingesteckt. Kein Empfang in der Bahn. Okay, alles klar. Bei dir ist die Musik fast so laut wie die Sprache. Echt? Kann ein bisschen leiser machen, aber ist eigentlich so eingestellt wie immer. Mikrofon ist auch, ja, ich gucke gerade auf die Pegelanzeigen hier, aber ist wie immer eigentlich. Naja. Ich habe es jetzt ein bisschen leiser gemacht, aber wie gesagt, die Einstellungen sind eigentlich so wie immer auch, keine Ahnung. Ja. Also das mit diesem Entry Point, das ist auf jeden Fall interessant. Fehlt mir bloß noch irgendwie so eine klare Anleitung, wie ich das jetzt letztendlich nutze. Alles da, schreibt der Josef. Hi. Warte mal. Ah, da, okay. Wie gesagt, ich habe mir noch nicht im Detail alles angeschaut. Da finde ich es jetzt gut, dass ihr die Links hier raussucht. Stefan postet es auch gerade. Perfekt. Das ist ein Link, den hauen wir doch dann gleich mal hier in die Twitch-Notes. So, gucken wir mal. Ah, okay. Gut, das müssen wir mal testen, beziehungsweise, ja, weiß nicht, ob ich es heute teste. Geht sogar über eine eigene Subdomain. Interessant. Ja, das könnte dem einen oder anderen Hackerangriff natürlich so ein bisschen erschweren. Auf wp-admin, genau. Ja, gute Idee. Typo3-Index.php ist obsolet, genau das Typo3-Verzeichnis, ja, irgendwie habe ich was gelesen, ist das jetzt leer oder was? Ne, irgendwas war da, glaube ich, gell? Ja, mal gucken, ob wir uns das heute auch noch anschauen können, mal schauen. Search Function Form Framework, sehr praktisch, wenn man sehr viele Formulare hat, ich kenne so Installationen. Password Recovery E-Mail kann man jetzt mehr customizen. Hotkeys finde ich sehr geil, ne? Command K, Command S, das ist echt cool. Und natürlich gewisse, wie nennt man es hier, Hausarbeit. Ex-Install weg, lässt das Typo3-Ordner auch leer. Genau. Mhm. System Requirements, ja. MySQL 8.0, bla bla. Wo steht PHP? Ach hier, PHP 8.2 brauchen wir Minimum, genau. Oh, ich hatte heute wieder so bei so einem, ich bin gerade an einem Upgrade dran von einem Projekt von 9 auf 12. Ne? Also es geht nur bis 12. Und habe das heute auf Composer umgezogen. Das war noch so eine Legacy-Installation. Und habe es heute umgebaut und habe dann auch per Composer so Extensions installiert. Und da Typo 3.12 habe ich PHP 8.2 genutzt. Dann ließ sich eine Extension nicht installieren, weil irgendwie eine Dependency wieder, weil die nur mit PHP 8.1, also wieder zurück. Und oh, das war eine Fummelei. Eine unnötige. Ja, es ist schade irgendwie, wenn Extensions, die offiziell für Typo 3.12 kompatibel sind, nicht mit PHP 8.2 funktionieren. Ja, naja. Erik, Hallöchen. Auf JOH316, genau. Ich habe das schon lange nicht mehr verwendet, ehrlich gesagt. Schon ewig nicht mehr. Ich habe so ein anderes Passwort, was ich im Zweifelsfall immer verwende. Ja, aber ich kann mich noch erinnern, ja. Ja gut, jetzt versuchen wir mal zu installieren. Ich versuche erstmal die ganz normale Methode. Wie gesagt, es gibt wohl irgendwelche Problemchen noch mit irgendwelchen Dependencies, aber wir gucken jetzt einfach mal, wie weit ich komme. Ich gehe ja normalerweise so vor, ich nehme nicht die Base Distribution oder sonstiges, sondern ich gehe hier in den Helper rein und klicke mir da in der Regel das zusammen, was ich will. Und ich mache jetzt einfach mal Default, damit es schneller geht. Was haben wir da drin? Ja, Link Validator nehmen wir vielleicht noch dazu, Reactions nehmen wir noch dazu.
T3 Editor, ja, haben wir jetzt nicht zwingend. Ist der nicht jetzt sowieso integriert? Naja, mal gucken. Webhooks, Workspace, das kann ich ja nicht gleich full machen, oder? Naja. Muss ich eigentlich minimal hier drin haben, wenn ich eh alles installiere? Ist mir gar noch nie so wirklich aufgefallen, dass das hier separat nochmal erscheint. Naja. Wenn ich hier minimal anklicke, dann ist das aber auch ein paar andere. Naja. Ach komm, wir machen jetzt einfach mal full. So. Ich habe natürlich noch kein Verzeichnis angelegt. Du musst folgendes Package Requirement reinnehmen. Und wenn, ach, das war die Geschichte, genau, mit diesem Release Candidate. Okay. Okay, warte mal. 13. Also. Ach, Moment. Ich habe hier eine neue App installiert, das ist mein Control-A-Tastenkürzel gerade anders belegt, mit dem man normalerweise hier an den Zeilenanfang springen kann. Das muss ich noch umändern. Das ist eigentlich eine ganz coole App, wo ich da gefunden habe. Da kann man so auf dem Bildschirm zeichnen, gerade für solche Übertragungen. Ne? Kann ich jetzt hier irgendwas markieren. Aber die hat das gleiche Tastenkürzel. Aber ich finde die ganz praktisch. So. Okay, also wir brauchen 8.2. Ja, ich weiß, 8.2. Mal gleich mal ein bisschen hoch mit der MariaDB-Version. Den Rest können wir, glaube ich, so lassen. Hätte ich natürlich schon vorbereiten können, aber was soll's. So, okay, dann. Und du hast jetzt da geschrieben, Doctrine, Debal, bla, irgendwas, Release Candidate, dann holen wir das noch dazu. Mr. Bo, hi, hi. Ups. So. Jo, schauen wir mal, was passiert. Sieht schon mal ganz gut aus. Okay, das hat soweit funktioniert. Dann DDEV Start nochmal. Generating additional PHP, das ist gut. Ich wechsle direkt mal jetzt in PHP Storm, weil das ist dann doch ein bisschen angenehmer. Und Musik hält munter. Ja, es ist wirklich zu laut. Ich kann es auch noch leiser machen. Ich wundere mich halt, dass weil ich alles so eingestellt habe wie immer. Aber ein bisschen runtergehen. Aber ohne Musik ist immer langweilig, finde ich. So, gucken wir mal, wo hat er das jetzt alles angelegt? Da haben wir die Additional PHP, das sieht gut aus, jawohl. Es gibt ja, glaube ich, keine wirklich strukturelle Änderung, die ein Problem mit DDEV verursacht, weil das hat man ja früher mal bei, was, bei Turbo 3.11, ne, bei 12 war das, ne, als Settings Additional eingeführt wurde. Dann bei mir kommt Stimme gut an. Okay, dann ist gut. DDEV, Typo 3,
Install Setup, oder? Setup Install. Ich kann es mir nicht merken, ey. Gar nicht. War das mit der Konsole nur? Kann ich nicht hier ohne Triple-A-Konsole installieren? Jetzt blind. Menschen. Hä? Ich bild mir ein, es gab hier einen Befehl, damit ich die Installation direkt auf der Shell durchführen kann. Oder gehört der zur Typo3-Konsole vom Helmut? Ah, hier, Setup. Ja. Ja. Also. Setup. Das ist es. Das hieß früher, glaube ich, Install oder Setup Install oder irgendwie sowas, ne? Apache. Warum fragt er mich jetzt nach dem Database-Driver? Müsste ja eigentlich alles hier in der Additional drin stehen. Was haben wir da? MySQLi. Okay, er fragt mich jetzt nach den Datenbankzugangsdaten, obwohl eigentlich die Additional ja existiert. Da scheint es dann doch noch ein Problem zu geben. Gut, ich gebe es jetzt einfach mal manuell ein. Ist ja egal. Okay. Ah, CLI-Installer zickt, glaube ich, noch. Okay, ja, offensichtlich. da ist irgendwas von Type-Int hier, ja. Das heißt, ich muss da was eingeben. Mal gucken. Probieren wir es einfach nochmal. Do you want to overwrite it? Yes. CLI. DB. DB. 3306. DB. Okay. Jo, dann halt auf die klassische. Moment. Ist im falschen Browser geöffnet, aber ich krieg momentan jetzt nur den Fehler. Table not found. Ja, warte, jetzt machen wir es nochmal von vorn. Slash nochmal die Settings. Dann müsste er eigentlich mit der Installation von vorne starten. Ah. So, jetzt. Ah, first install. Okay. Document root. Ist gepatcht, aber leider erst nach 13.0. Okay. Setup berücksichtigt der Additional PHP nicht. Das ist doch ein guter Punkt. Ja, bisher ging es. Ne? Also mit der Turbo3-Konsole vom Helmut war das immer kein Problem. Hier geht es jetzt auch offensichtlich. Ne? Da werde ich jetzt nicht gefragt nach den Zugangsdaten. Okay. Das sieht schon mal gut aus. So, da sind wir. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe beim Composer Require momentan noch dieses eine, achso, das war auf dem anderen Terminal, diesen einen Befehl, dieses eine Paket noch hinzufügen müssen. Mit diesem Doctrine-Deval, weil das noch keine released Version ist hier. Und Setup über die über das Command Line Interface geht auch noch nicht so wirklich. Okay. Ich kann von mir aus diesen Composer-Befehl in die Notes reinschreiben. Und ja.
Das ist halt über das, über den grafischen Installer gemacht werden muss, momentan zumindest. So, gut, also. Was machen wir jetzt? Mal kurz eine rudimentäre Frontend-Ausgabe irgendwie, dass wir mal was sehen zumindest. Na? Das mit dem Setup-Fehler und dem Port ist gefixt, 13.1. Ja, passt. Ist ja kein Act. Keiner erwartet bei einer 0, dass alles funktioniert. Also zumindest keiner, der ein bisschen Ahnung hat. So. Dann brauchen wir ein Typoskript. So, und dann gucken wir mal, hier dürft, da fehlt doch irgendwas. Das sieht, irgendwas fehlt hier, oder? Da war doch immer noch ein sechstes Element. Was haben wir da noch? Login-Form, Form, List. Ist ein bisschen reduziert, ne? Oder? Da war doch auch mal mehr hier. Aber es wurscht, ich glaube, Bullet, List und Table habe ich noch nie verwendet. Und die Special Elements, ja. Plugin ist weg, genau. Irgendwas hat mir jetzt gefehlt. Insert Records, ist das noch da? Ja, doch, das ist hier. Okay. Ja. Na, das ist ja schon praktisch. Okay. Der geliebte CK Editor 5. Weil Index Search jetzt auch ein C-Type ist, okay. Funktioniert denn das? Nee. Auch beim Speichern? Ja. Jetzt muss ich gerade mal was testen. Was mir heute in der 12er allerdings aufgefallen ist, wenn ich hier eine Tabelle anlege. Ich habe heute eine Redakteursschulung gehabt und habe das mal kurz gezeigt. Konnte ich nicht mal hier in der Tabelle irgendwie einen Rechtsklick drauf machen, um zum Beispiel ja, Zellen, Zeilen hinzuzufügen oder so? Jetzt taucht hier dieses Ding auf. Das war heute aber nicht zu sehen. Also in 12 taucht dieses Ding, zumindest in meiner Instanz, heute nicht auf hier. Ist das neu? Und ging nicht mal ein Rechtsklick mit dem Kontextmenü oder verwechsle ich jetzt da was? War jetzt bloß ein Interesse halber. Brauche ich eigentlich auch selten, aber ja. War dann wieder in der Schulung so der Moment, wo man dann sagt, oh, das sollte jetzt eigentlich irgendwie anders funktionieren. So, gucken wir mal. Also Frontend-Ausgabe geht auf jeden Fall. So, was können wir uns noch angucken? Warte mal, was haben wir denn jetzt hier an Neuerungen drin? Optionale Backend-Module, fangen wir mal da an, oder? Die habe ich jetzt ja momentan noch drin, ne? Admin-Tools und Extensions, genau. Und wo ist das? Über CMS Install und CMS Extension Manager. Können wir ja mal testen.
okay, es funktioniert noch alles. Ne? Wir haben noch die Content Security Policies hier. Okay, ja, cool. Bedeutet halt, ich müsste jetzt alles über die Shell machen. Das heißt, Extension Manager kann ich gut drauf verzichten, aber Install hole ich mir, glaube ich, wieder zurück. Ich gehe da schon ab und zu gerne hier mal rein und klick mal hier oder klick mal hier vor allem, gerade wenn du in einem Projekt arbeitest. Geht, finde ich, für mich schneller, als auf die Shell zu wechseln, den Befehl irgendwie einzutippen oder Kürzel oder sonst was. Ne? Auch hier gucke ich immer ganz gern mal rein, gerade hier, wenn es irgendwelche Probleme gibt, Test-Mail-Setup und so Geschichten. Ja, von daher, auf das werde ich, glaube ich, nicht verzichten. Extension Manager ist mir wurscht, aber das behalte ich. Gibt es eigentlich noch einen Grund, Plugin statt eigenem C-Type zu benutzen? Puh, keine Ahnung. Install weglassen ist eher für Instanzen, die auf Production Security erhöhen wollen. Ja, ja, stimmt. Ja, man kann sich es natürlich überlegen, wenn die Seite dann mal läuft und du nicht mehr ständig drin bist, irgendwas machen musst als Admin oder Integrator, wie auch immer, dann kann man sich schon überlegen. Man kann es ja jederzeit wieder dazu installieren. Ist ja auch kein großer Act, so gesehen. Ja, wenn es mal läuft, dann läuft es ja hoffentlich. Ja. Gut. Jetzt können wir uns das mit dem Entry Point mal anschauen. Okay, warte mal, das war hier. The type of free backend. Entschuldigung, is made configurable. Mhm. Both frontend and backend requests are now handled by the PHP script index PHP. Okay. It changed über diesen Parameter. Okay. This change requires web server adaptation. Okay. Okay. Mhm. Das mit der Domain finde ich halt ganz interessant. Entschuldigung. Stand da nicht irgendwo was, dass man in der HTXS was anpassen muss? Ach so. Ah, okay, ist das schon drin in der HTXS, oder? Gucken wir mal. Ja, ich habe die jetzt, die war jetzt ja bei der, oder jetzt ja bei der Installation dahin geschoben. Klar, wenn man jetzt Upgrades irgendwann macht, dann muss man gucken, ja? Weil das haben viele echt nicht auf dem Schirm, dass man bei einem Upgrade auch mal die HTXS austauschen sollte. Also früher war das ja auch, ja, ist es dir nicht sofort auf die Füße gefallen, ne? Wo wurde das mit dem Routing in Backend eingeführt? 11? 10? 11? Weiß jetzt nicht mehr, auf 12? Ne, keine Ahnung. Da hast du ja dann gleich gemerkt. Ne? Aber früher, da hast du es ja nicht mal gemerkt. Ne?
Okay, also das scheint schon drin oder ist schon drin, genau. So, dann probieren wir das doch mal aus. Also ich mache das jetzt mal ganz oldschool hier. Weil der Parameter, jetzt muss ich mal gucken, wie hieß der? BE Entry Point, okay. Könnte auch auf eine Domain, also auf einen kompletten Pfad gesetzt werden, okay. Ist auf Turbo 3, cool. Ja dann, lass die Spiele beginnen, oder? So. Page not found, jawohl. Das geht. Jawohl. Das ist ja mal ein cooles Facelift für WordPress, oder? Aha. Sehr schön. Das ist cool. Da fallen mir so viele böse Sachen ein, die man damit machen könnte. Hm. Naja. Ich muss gerade so überlegen, wenn ich damit verarschen könnte, dann, wenn es dann mal soweit ist. Ja. Nee, ist cool. Das gefällt mir. Okay, Search Function and Form Framework. Running Gag, das Backend auf WP Admin umbenennen. Ja, ich bin garantiert nicht der Erste, der das jetzt gemacht hat. Beziehungsweise, wer hat es vorhin gesagt? Josef, oder? Wenn du eine angibst, geht das Backend nur auf dieser Domain. Ja, das ist aber auch der Sinn der Sache, dachte ich, oder? Mhm. Das Logo anpassen, wenn man... Ja, genau. Könnte man auch noch sagen, dass es gar keinen Entry Point fürs Backend geben soll. Also meinst du eine Art Headless-Geschichte? Mhm. Weiß ich jetzt nicht. Search-Funktion hier, okay. Muss ich mal kurz ein Formular anlegen vielleicht. Eine fiktive Domain. Ja. Und da haben wir unser Suchformular. Jawohl, gut. Cool. Password Recovery E-Mail, Office Function in that front in US, blablabla, E-Mail, offered a very limited set of variables. E-Mail Template offers a new variable user data containing a broad set of user details. Okay, dann müsst ihr jetzt aber noch die Mail wahrscheinlich irgendwie überschreiben, das ist mir jetzt gerade zu aufwendig ein bisschen. Example Local. Hotkeys, das haben wir ja gesehen. Genau, ich kann mit Command K die Suchfunktion starten und ich kann überall mal testen. Command S hier nicht. Hier kann ich nicht speichern mit Command S. Gezielt wieder den Dialog finde, wo es nicht geht, oder? Aber theoretisch hier. Ich glaube, ich hatte das ja mal. Genau, hier geht's. Ich hatte ja schon mal von GitHub irgendwann mal Turbo 3.13 installiert, eine ganz frühe Version, da ging es auch schon, glaube ich. Hier geht's, ja. Mal gucken, wo es nicht geht. Bin ja immer fies bei sowas. Mal irgendein Bild hochladen kurz. Metadaten, da geht's auch, jawohl. Hier auch. Perfekt. Es geht scheinbar halt hier nicht. Okay. Aber macht ja nichts.
Recycler-Page gibt es nicht mehr, genau, das ist gut. Backend-User-Section habe ich, glaube ich, echt noch nie in irgendeiner Live-Seite genutzt. Aber das hier, ich habe auch Mount Points, glaube ich, noch nie wirklich genutzt. Ja, aber okay. Ja, der Mülleimer, der war eh. Ja, weiß auch nicht, wozu der eigentlich da ist. Was ich echt praktischer finde, wenn hier der Recycler standardmäßig angelegt werden würde. Ja, den kennen ja auch relativ verhältnismäßig wenige Leute, sag ich mal. Wie war das? Unterstrich Recycler, gell? Unterstrich so oder mit einem Unterstrich? Bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ja. Wenn der einfach da wäre von Anfang an, das wäre ziemlich cool. Weil ich denke da auch nicht immer dran, den anzulegen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Okay, was haben wir noch? Gut, wir müssten mal vielleicht mal in die Doku noch mal reinschauen. Hidden Feature habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Ja, in meiner eigenen Seite habe ich es auch nicht. Aber wenn du Redakteure hast, ist es geil. Also, wie gesagt, ich denke auch leider nicht immer dran. Aber ist halt für Redakteure noch mal so ein Sicherheitsnetz. Ja? Weil bei Schulungen sage ich oft, du kannst alles löschen, das ist alles nicht gelöscht, außer bei Dateien, da musst du aufpassen. Und dann fällt mir ein Moment, es gibt ja den Recycler, den können wir ja eigentlich schnell einrichten. Ne? So, gucken wir mal. Ich überspringe mal den ganzen Breaking-Kram und Deprecation-Kram. Mich interessieren immer nur Features. Show if redirects were checked in report. Was war denn das nochmal? Ah, redirect conflicts. Okay. Ja. Hotkey API haben wir gesehen. WebP-Support, genau, das haben wir ja. Ah ne, das haben wir in 12 getestet schon mal, wie weit es da geht. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, was noch so kommt. Ne? Auch wann jetzt Content-Blocks dann fix drin sind. Kann ich die eigentlich schon hier nachinstallieren? Müssen wir mal gucken, ob das schon geht. Okay, dann jetzt hier direkt in der If-Abfrage den Application-Context abfragen. Okay. Gott, ich habe schon Jahre keine If-Abfrage mehr geschrieben im TypoScript, glaube ich. Aber okay. New TypeScript-related Frontend-Events, was waren das? Update Metadata of Online Media Assets. Reload Metadata. Aha. Das ist cool. Warte mal testen.
YouTube-Video holen. Jurassic World, wie er kommt, warum? Das frage ich mich auch. Warte mal das. Moment. Ich habe das Backend nochmal in einem zweiten Fenster auf. Ja. Achso, Moment. Reload Metadata, das ist cool. Aha. Kann praktisch sein. WebP Images, WebP Support is all on us, okay. Type 3 can now generate WebP Images if the underlying Image Magic or Magic supports WebP, okay. Ich glaube, haben wir das nicht, wo haben wir denn das getestet? War das in der 12 oder haben wir das auch schon in der 13 mal ausprobiert neulich? Da ging es irgendwie darum, ne, dass man, dass die Redakteure trotzdem irgendwie ihre JPEGs oder was auch immer hochladen und im Hintergrund dann WebP draus gemacht wird, automatisch. Ne. Da nutze ich ja bisher immer diese eine Extension davon, weiß ich jetzt nicht mehr, also die heißt einfach nur WebP. WebP Quality ist neu, genau. Add Edit Metadata Button to Element Information View. Echt, ist das neu? Mal gucken. Das ist dann, wenn ich hier. Hier, oder? Ja, okay, dann doch, den habe ich schon mal gesehen, genau. Gut, ich gehe mal sonst hier über den Button. Aber gut, das ist natürlich praktischer, da ich dann im Hintergrund den Dialog weiterhin offen habe. Ja, ist cool. Von der Usability her auf jeden Fall besser. Aha. Validation. Optimizing TDD Import-Export Modul. Muss ich nochmal gucken. Okay, was ist da jetzt neu? Muss ich mal ketzerisch fragen. Fällt mir jetzt nichts auf. Oder bezieht sich das Optimieren eher auf den Unterbau? Ah, okay. Mhm. Das ist echt ein Feature, was ich eigentlich immer wieder mal ganz gern nutze. In der Vergangenheit auch öfter genutzt habe. Gerade wenn man, ja, ich kann mich erinnern, wir haben das früher mal genutzt, wenn man so Seiten anlegt mit so Muster-Demo-Content-Elementen für neue Projekte. Wenn man jedes Mal hier alle Content-Elemente anlegt, dann einfach so einen Seitenbaum mit verschiedenen Seitentypen, verschiedenen Content-Elementen exportieren, ein neues Projekt importieren, damit man sieht, wie sich CSS und so dann da auswirkt und so. Da ist das super praktisch. Und ich habe sogar ab und zu mal über drei Instanzen damit zusammengeführt. Es hat funktioniert. War manchmal ein bisschen fummelig, aber es hat funktioniert. Mhm.
Okay. Fürs Backend kann ich hier die CSPs nicht mehr ausschalten, oder? War doch hier früher noch ein zweiter Button. Wenn ich mich nicht täusche. Okay. Mhm. Bei Index Search, okay. Ja, die nutze ich auch immer wieder ganz gern. Ja, das reicht ja oft völlig aus, da brauche ich nichts mit Solar oder so. Ich nutze dann entweder Index Search oder KI Search, wenn ich ein bisschen mehr Features will. Ja, aber. Gut, was können wir noch testen hier? Content Blocks wollte ich mal gucken. Ob es die jetzt hier gibt, es die schon für 13? Mal gucken. Ja. Man soll es richtig schreiben. Aktuelle Version unterstützt über 3.12, ältere Versionen unterstützen auch 12 und 13. Hä? Okay. Tatsächlich. Okay. Ah, schade. Aber ist es wirklich so? Ah, okay. Ja gut, kommt sicher bald. Wassermarsch. Zum Wohl. Ja, also Typo 3.13 können wir starten, oder? Was gibt es überhaupt schon für Extensions für 13? Können wir mal kurz gucken. Kann ich hier schon filtern? Tatsächlich. Hä? Ach, die, ah, okay, da zeigt er mir die an, weil die ältere Version für 13 war. Schema, okay. Und die zwei kenne ich nicht. Ja, kommt sicher bald noch mehr. Wenn ich jetzt natürlich keine großen Extensions brauche oder selber Extension-Entwickler bin, könnte ich jetzt natürlich schon theoretisch Projekte mit 13 starten. Würde ich jetzt selber noch nicht machen, aber ja. Wenn man weiß, man ist noch ein paar Wochen oder Monate dran, warum nicht? Ja. Ja, sonst ist ja alles, wie man es kennt. Was war das hier nochmal? Achso, die Notiz, genau. Ich finde den 13er Filter in der Detailansicht seltsam.
Du meinst im Repository, im TR? Mit einer 13 LTS, ne? Aber da sehen wir jetzt momentan die gleichen 4. Ja. Und die Detailansicht. Ja, gut, dann machen wir das, genau. Ach, hier. Ja. Naja. 13 LTS gibt es noch gar nicht. Gutes Argument. Ja. Ja, okay. Das war damals, wo die 12.01 und so, wo die noch nicht LTS war, gab es doch schon mal so ein bisschen Problemchen. Aber okay. Ja, finde ich jetzt nicht schlimm. Weiter unten der Filter bei der Liste. Da gibt es noch einen Filter. Ach, da! Okay. Ah ja, okay, der geht nicht. Ey, danke, das Feature kannte ich nicht. Ich wusste nicht, dass man hier an der Liste filtern kann. Okay. Ist mir noch nie aufgefallen. Wenn ich nach einer bestimmten Versionsnummer oder so suche, weil ich irgendwas gucken will, gerade bei Upgrades, dann mache ich immer die Browser-Suche und tippe halt die Versionsnummer ein. Dann springe ich immer direkt zu der Stelle. Ja. Ah, cool. Wusste ich auch noch nicht. Danke. Wieder was gelernt. So, gibt es noch irgendwas in der 13, was wir uns unbedingt jetzt hier anschauen sollten? Was Sichtbares, was zum Testen, was auch immer. Machen wir schon. Gibt noch nicht so viel Sichtbares jetzt, denke ich. Ne? Es hat viel unter der Haube passiert. History ist schicker. Okay, gucken wir mal. Ich habe noch nicht viel drin in der History jetzt hier. Du meinst, wenn man jetzt hier reingeht. Okay. Ja. Ist halt auch verdammt schwer, dieses Modul irgendwie geil zu machen, dass es auch also gut aussieht, funktionell ist, verständlich ist. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Also, ja. Aber ich finde es trotzdem geil, dass es die Funktion gibt. Also das ist auch noch so. Ich weiß gar nicht, haben das, ja doch manche, viele andere CMS haben das auch, aber alle, weiß ich jetzt gar nicht. Hm. Ja, also ich kenne es schon seit vielen Jahren so von der Usability, aber mir ist ehrlich gesagt noch nichts Besseres eingefallen dazu, wo ich sagen könnte, hey, macht's doch so, dann ist es vielleicht einfacher. Nee. Es ist einfach schwierig. Ich meine, hier geht's jetzt noch, ne? Wenn du aber halt da 20, 30, 50 Einträge oder noch mehr irgendwann hast, dann wird es halt schwer. Ja. Das ist auch hier, das finde ich auch gut, hier die neue Ansicht hier. Das ist ja auch neu jetzt, glaube ich. Oder gab es das in 12 schon? Nee, ich glaube nicht, gell? Das ist auch neu hier, diese Ansicht. Dass du auch die Commands hier direkt siehst. Das ist echt praktisch. Und auch direkt hinzufügen vor allem. Das war immer so ein bisschen geschiss, ne? Du bist immer auf Konsolen-Command anlegen gegangen und dann in der Select-Box nochmal gucken, was überhaupt zur Verfügung steht. Das finde ich super jetzt. Das ist cool.
Okay. Backend-Users, da hat sich... Ah, genau, das ist ja auch neu, dass ich hier die File-Mounts sehe, die sogar hier direkt anlegen kann. Genau. Das ist praktisch, dass ich die hier alle in so einer Übersicht nachher habe. Users, jawohl. Das ist noch so, wie wir es kennen und lieben. Habe ich heute erst wieder machen müssen, in einer Instanz mal wieder Backend-Benutzergruppen einrichten und Benutzer. Und Access ist auch noch, wie wir es kennen, jawohl. Okay. Gut. Was sollen wir uns noch angucken? Content Blocks. Gibt es irgendwie eine neue Version? Ich habe zwar bei meiner Seite, ich habe die ja tatsächlich jetzt im produktiven Einsatz schon bei mir gestern mal geupdatet, aber ich habe mir noch nicht die neuen Features angeguckt. Irgendwas gesehen mit Nested Content Elements oder was? Das könnten wir uns natürlich noch angucken. Müsste ich aber jetzt in die 12 gehen. Ein bisschen aufräumen hier. So. Hier ein Changelog oder sowas. So, Moment mal, da ist was mit Nested Content Elements. Das haben wir uns, glaube ich, noch nicht angeguckt, oder? It's possible to nest content elements within content blocks. Das ist jetzt wohl weggefallen. This will not replace proper grid extensions, genau. Da ging es auf Twitter, X, glaube ich, drum. Oder auf Mastodon, weiß jetzt nicht mehr genau. In order to have nested content elements, we need to make use of the field type collection. This field type allows you to have a relation to another table. In our case, to TT content. Okay. Okay, also damit kann ich dann so Kram machen wie ja, wie bei Mask auch, dass ich eben so ja, Tabs, also was machen wir, Tabs-Item, so Tabs, wo ich dann ganz normale Content-Elemente verwenden kann, oder? Hm.
Ja gut, wir können es ja mal testen. Ne? Ich habe ja hier noch meine 12er Instanz am Laufen. Die müsste ich bloß mal kurz wahrscheinlich updaten. Da müsste theoretisch Content Blocks ja noch drin sein. Genau, muss ich bloß kurz die neue Version installieren. Habe ich denn da eigentlich noch für Elemente drin? Muss gar mal kurz gucken. Ach, da. Eine Testseite. Ah, das war so ein Karussell-Element. Was habe ich denn da gemacht? Kann mich gar nicht mehr erinnern. Ach so, die Bilder. Okay. Wie sieht das denn von dem aus? Ach, das war die Geschichte hier. Okay, ja. Genau. Okay. Ist ja auch eine sehr coole Funktion, ne? Dass man das jetzt auch einfach so bauen kann. Optional neue Bilder hinzufügen oder einen Folder auslesen. Ist eigentlich ziemlich cool. So, aber gut, dann probieren wir mal so ein Nested-Element. Würde mich jetzt interessieren, wie das dann tatsächlich aussieht. Jetzt muss ich überlegen. Das war Composer Make. Nee. Typo 3, Make Content Block, oder? Ach, nicht DF Composer. DF Typo 3, Make Content Block. So. Dann wollen wir ein Content Element. Vendor Name. Oh, wie war mein Vendor Name? Wagner, okay. Content Block Name, nennen wir es einfach mal Nested. Content. Keine Ahnung. Ja. So, da haben wir jetzt unser Nested Content Dingens. Ich nehme einfach mal das Beispiel hier aus der Dokumentation. Default C-Type can be overridden. Okay. It's not possible to restrict. Okay, momentan zumindest. Okay. Das Example muss ich dann ja weglassen, schätze ich. Machen wir mal auf, keine Ahnung, Text. Nested Content, jawohl. Create New, jawohl. Ah, okay. Und dann Default ist Text, jawohl. Super. Bullet List. Schon lange keine Bullet List mehr benutzt. So. Okay,
Okay, er gibt es mir jetzt momentan so aus. Warte mal. Okay. Das stand ja in der Doku. Rendering. There are two ways to render nested content element. First one is to reuse the basic rendering definition of the child element. You need to start sub-rendering with a fluid template by triggering the compilation of the TypeScript rendering definition. Each necessary information can be retrieved from the content block data object. Okay. Zweite Methode ist to define alternative rendering. This means you can have a default rendering definition when used as a root content element and an alternative one if used as a child. It's a lot more flexible, required a little more work. Okay. Okay, also im Backend dürfte ich die jetzt nicht sehen, habe ich das jetzt richtig verstanden? Genau, da sehe ich bloß mein einzelnes. Gut, das for Reading Docs, ja. Ohne käme ich da jetzt, glaube ich, nicht durch. Ja. Okay, aber ich probiere jetzt mal, ja, ich probiere es jetzt einfach mal aus hier. Das ist ja quasi Tabs Item, genau, das, ist ja, ja, das müsste ja theoretisch funktionieren bei mir irgendwie. In der Frontend HTML. For each data tabs item as item und dann gibt es hier einen Div drumherum, okay, und dann wird das hier gerendert. Irgendwie, okay. Schauen wir mal. Okay. Ich habe jetzt irgendwas vergessen. Item Table Name Punkt Item Type Name. Okay. Data Tabs Item. Was haben wir denn da drin? Ah. Tabs Item, ja. Dann geht er hier auf Item Table Name, Item Type Name. Table Class. Okay, die gibt es ja so jetzt gar nicht. Was will er denn da haben? Table, Name, Type, Name. Ah, hier ist es.
Okay, aber Moment, jetzt kapiere ich was nicht. Ich gehe hier in der For Each-Schleife Data Tabs Item durch als Item. Hier in dem Beispiel wird dann auf Item Table Name zurückgegriffen, aber das gibt es ja gar nicht hier in der Ebene, weil das ist ja hier oben irgendwie. Hier finde ich das ja gar nicht auf der Ebene. Oder habe ich es übersehen? Mit dem Punkt. Ja. Okay, die zweite Methode ist klar, dann müsste mir jetzt halt das Rendering komplett selber bauen quasi. Aber warum das jetzt hier nicht tut, beziehungsweise was genau der hier eigentlich machen will, ist mir jetzt nicht so ganz klar hier. Weil es die Werte so ja scheinbar gar nicht gibt. Dieser Type, es gibt Object Path her, Item Table Name, Item.Type Name. Ist das irgendwas, was es hier jetzt schon gibt, oder? Table Name, Type Name. Ist mir nicht so ganz klar gerade im Moment, ehrlich gesagt. Okay, komme ich jetzt nicht weiter irgendwie. Ich weiß nicht, fehlt da noch irgendwas? Muss ich da noch was ergänzen oder so?
Steht jetzt nichts, oder ich finde zumindest nichts in der Doku dazu. Ja, ist mir jetzt nicht ganz klar, was hier eigentlich erwartet wird. Accessing Variables, ja, ich komme mir, ja, aber die gibt es ja offensichtlich nicht. Warte mal. Zeigt mir den Link jetzt gerade nicht hier im anderen Fenster an. Wo hast du das gefunden? Templating. Ja, ja, das ist schon klar. Aber. Ja gut, was gibt mir Debug aus, wenn ich jetzt hier direkt auf Table Name gehe? Null. Gibt mir nämlich Null aus. Das gibt es da nicht an der Position. An der Stelle. Ist nicht Part von dem Item-Element hier. Das ist das, was ich meine. Ja. Data Type nehmen statt Item hier, oder? Ja. Mal hier kurz gucken. Da würde es funktionieren, ne? Genau, da sehe ich es. Das ist ein Tippfehler in der Doku vielleicht. Kann ja sein. Item Raw. Mal gucken, was passiert. Data Raw. Hm. Irgendwas tut sich, aber es dauert. Das Ganze aufgehängt hier irgendwie, ja. Vielleicht deshalb. Ja, jetzt geht irgendwie gar nichts mehr. Jo, also irgendwie will er jetzt gar nichts mehr tun. Vermutlich, weil wir hier Data auf Kinderebene bräuchten, direkt Data meint er das Elternelement. Vielleicht gibt es Item Data. Wo meinst du jetzt? Hier bei dem Data, Item Data oder was? Warte mal. Gucken, ob es wirklich da lag. Ja, jetzt lädt es zumindest wieder.
Item Data gibt es nicht. Nee. Aber es gibt auch kein Item Raw irgendwie oder so. Wir sind aber ja schon. Ach so, ja. Data Taps Item. Okay. Warte. Mal da raus. Hat man das nicht? Scheiße. Hat man das nicht vorhin schon mal gemacht? Da sind zwei Elemente drin. Ja, das sind die zwei, die ich angelegt habe. Mich wundert es auch, dass wir vorhin dann nur die Daten von einem gesehen haben eigentlich. So, das sind die Content-Elemente. Aber was nützt uns das jetzt hier? Das wird in der Schleife als Item übergeben. Aber irgendwie geht da ja eh bloß eins irgendwie durch, habe ich das Gefühl. Was passiert, wenn ich das einfach mal kurz hier weglasse? Einfach mal kurz schauen. Okay, passiert auch gar nichts. Okay. Muss übergeben werden irgendwas. Item Raw. Steht dazu irgendwas hier? Ja, das habe ich mitgekriegt, dass man da nicht immer alles sieht. Ja, das stimmt schon. Process Data Rows and Fields. Okay. To access your raw and process database was unterstrich raw. Okay. Item unterstrich raw. Aber funzt halt nicht. Ah, Moment, ich habe hier irgendwas gelöscht, sehe ich gerade irgendeinen Diff, aber egal. Data Raw Some Field. Mal kurz was probieren. Ich will einfach mal gucken, was gibt der uns da überhaupt aus, wenn wir die Schleife einfach mal so durchlaufen lassen. Ohne das hier.
Okay. Hä, wieso ist Item leer? Gibt mir gar nichts aus an der Stelle für Item. Das verstehe jetzt nicht. Data Tabs Item. Es sind doch die beiden Content-Elemente. CSS-Problem hier. Okay. Doch, also Item hat kommt an in der Schleife, sagen wir mal so. Ne? Okay. Mit dem. Ich mach mal das hier raus, weil das brauche ich eh nicht. Okay. Hä? Also wenn ich es raw weglasse, dann geht's. Jetzt müssen wir mal gucken, bastelt der dann auch wirklich dieses Div hier drumrum? Ich test. Hm. Ja. Ich nehme gleich die. Nee, also er gibt mir die jetzt nur stinknormal aus, aber hier unten in der Schleife kommt nichts raus. Außer mal hier irgendein Verschachtelungsfehler. Klar, ich habe das Diff vergessen, das Schließende. Okay. Ändert aber wahrscheinlich nichts. Nee, die sind jetzt hier leer und er gibt mir die Dinge einfach so aus. Hä? Okay, naja. Gibt es ein TypoScript mit TableName-TableType? Das ist eine Render-Definition. Hm. Gute Frage. Hm. Nee, sieht nicht so aus. Ne? Wir haben halt hier dieses Nested Content, aber da ist nichts weiter. Ansonsten ist da nicht viel. Lib, Content Blocks. Nee. Ja, vielleicht habe ich irgendwas vergessen. Unter TT Content. Nee, da gibt es nicht viel. Da gibt es. Ja, hier Nested Content, aber da ist nicht mehr. Das sind halt die Pfade. Template Name, Frontend, ja, aber mehr ist da nicht. Ja.
In C-Object war prepende das mal mit TT-Content. Echt? Okay. Meinst hier einfach TT-Content Data Table Name? Echt? Ah, guck, das macht er automatisch. Hm. Ja, also das wird wohl selber hinzugefügt, ne? Aber ich meine, Data Table Name, okay, gibt's noch, aber Type Name. Was ist Type Name? Was war Type Name, oder? Zu viel, ich dachte gerade, hä? So. Also der Type-Name ist das, okay. Das ist aber auch der Table-Name, oder? Ja, das ist Content. Ah, ne, das ist TT. Ah, okay, Table-Name ist TT-Content, Type-Name ist, okay, alles klar. Ja, daher kommt es. Table ist also TT-Content und Data ist, genau, was ist Data? Item Raw. Aber wenn ich das hier ranhänge, knallt's. Okay, warte mal. Kann das sein, dass das einfach noch nicht funktioniert? Daniel hier schreibt, we do not add rendering of childs as ready to use columns for frontend or backend. Okay. Eventuell mal das Tabs-Example ausprobieren. Und wo hast du das gefunden? Ach, auf GitHub. Content Blocks Examples. Wo ist das jetzt hier? Content Blocks. Content Blocks Examples.
gibt's, ja. Ja, ich glaube, das ist nicht mal das Problem. Das Problem ist das Fluid, glaube ich, oder? Können wir mal vergleichen, was habe ich denn da geschrieben? Warte mal. Muss das mal ein bisschen da oben sortieren, dass wir das mal nebeneinander kurz haben. So. Type Collections, Min Items, Foreign Table, TT Content, Override, Child Channel, Columns, C Type, Config, Default, bla, irgendwas, Read Only Two, weiß nicht, Foreign Match Fields, C Type, was ist Foreign Match Fields, weiß ich nicht, so der einzige Unterschied jetzt hier. Der Rest ist ja eigentlich jetzt identisch, das ist doch das Example, was ich hier hatte, oder? Was wir vorhin hier hatten. Ja, fast gleich. Ja. Ja, das ist ja das im Prinzip. Bis auf die letzten Zeilen hier. Können die einen Unterschied machen? Was macht Foreign Match Fields? Ist das irgendwo erklärt? Mit einbauen, aber das ist auf die gleiche Ebene wie Override Child TCA. Example Text. Wieder auf Text ändern in dem Fall. Jetzt allerdings nicht, wie sich das jetzt auswirkt, was das eigentlich macht. Wenn man jetzt ein neues anlegt, sieht das irgendwie anders aus. Nee, nicht wirklich. Hier. Hä? Oh, wo ist mein zweites Ding? Ist das jetzt futsch? Ach so. Okay. Alles klar. Ne, nicht alles klar. Ne? Hat doch vorhin so eine Bulletlist angelegt. Ah, und das geht nicht. Okay. Ich kann nur noch Text anlegen. Alles klar. Das macht dieses Foreign Match Fields. Okay. Scheinbar. Kommt trotzdem nichts vorne raus. Ja, aber vielleicht ist es wirklich so, dass das einfach momentan noch nicht funktioniert. Weil es ist ja ein brandneues Feature und mich macht halt der Satz hier stutzig, ne? Vielleicht geht es einfach noch nicht. Das kann natürlich sein. Keine Ahnung. Und 68 provide grid in backend template for collections. Das ist zwar jetzt was ganz anderes, aber. Vielleicht hängt es ja damit irgendwie zusammen. Naja. Sonst würde ich sagen, lassen wir es jetzt mal gut sein. Der Rest funktioniert ja. Ich habe jetzt schon 3 oder 4 kleinere Content-Elemente damit gebaut für meine Website, also wirklich so nichts Wildes, ne? So ganz spezielle Sachen, wo ich halt gebraucht habe, wo es schneller ging mit
mit der Content-Block schnell ein Content-Element zu bauen, als da irgendwie Fluid-Style-Content-Templates umzubauen von irgendwelchen existierenden Content-Elementen. Das ist natürlich super praktisch. Von daher, das funktioniert wunderbar. Und habe ich auch schon jetzt für ein paar Sachen im Einsatz. Ja. Gut. Zum Thema Typo 313 nochmal. Bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar, es wird natürlich wieder einen neuen Videokurs geben. Mal gucken, wo ist der Link? Hier. Und ich habe vorhin vor dem Stream noch die Seite hier live geschaltet. Wer Bock hat auf diesen neuen Videokurs, kann sich jetzt schon mal, ich poste euch mal den Link, hier in die Warteliste eintragen. Ja, lest euch mal in Ruhe durch, mache ich jetzt nicht hier im Detail. Dürfte den Link auch gerne weitergeben. Der Plan ist momentan, dass ich Ende Oktober, Anfang November mit der Produktion wieder starte. Und dann wird das wahrscheinlich im Januar auf den Markt kommen dann. In welcher Form genau, weiß ich noch nicht. Bin ich noch am Überlegen, ob es wieder diese zwei, drei Varianten geben wird, ob ich es anders machen werde, ob es vielleicht eine Einsteiger- und eine fortgeschrittene Variante geben wird. Weiß ich noch nicht. Bin ich alles, ist alles noch in Planung, aber es wird definitiv was kommen. Ja. Von daher tragt euch da gern ein. Unverbindlich, das ist jetzt, ihr müsst ihr noch nicht gleich Geld liegen lassen. Noch nicht. Nee. Guckt es euch mal an, ob es euch interessiert. Ja, ansonsten, wie gesagt, Content Blocks ist ja alles noch, wie nennt man das, Beta oder was auch immer. Von daher, wenn da jetzt mal was nicht funktioniert, so wie man es erwartet oder wie es in der Doku steht, ist ja alles easy, ist ja kein Problem. Warten wir einfach mal ab. Die Extension habe ich heute erst wieder in ein Projekt eingebaut, wo wir die Form-Extension im Einsatz haben. Und die kriegen so... Ach Steffen, jetzt wo es langsam gegen Ende geht, kommt er noch rein. Hallo. die kriegen so 10, 20 Spam-Mails pro Tag. Finden sie jetzt lästig. Jetzt habe ich mal die Extension eingebaut. Mal gucken, ob es hilft. Aber ich habe ja schon von mehreren Leuten gehört, dass die gute Erfahrungen damit gemacht haben. Dass es wohl gut funktioniert. Jo, was gibt es sonst Neues? Multifaktor fürs Frontend, das ist interessant. Die habe ich auch noch nicht in der Finger gehabt. Aber könnte natürlich gerade für so Intranet-Geschichten vielleicht interessant sein. Kind ins Bett bringen, ja gut, meine gehen inzwischen. Schon seit ein paar Jahren selber, irgendwann mal. Genau. Ja, die können wir uns ja mal vielleicht nächste Woche anschauen. Nicht nächstes Jahr. Aber fürs Frontend finde ich tatsächlich auch interessant. Warte, den notiere ich mir doch gerade mal. Den Link. Dass wir das vielleicht nächste Woche uns mal anschauen. So, ist notiert. Ja, die ist auch immer praktisch, die Extension hier. Boah, da hatte ich heute einen Fall. Ich habe ja heute eine Redakteursschulung gegeben und die haben den Fall, dass die immer mal wieder so Logos von ihren Partnerfirmen austauschen müssen. Ja? Stinknormales Text-Media-Element. Ne? Und haben wir das gemacht und er so, ja, ich hab die Datei bekommen, das können wir ja gerade mal machen. Ich so, ja klar. Was ist denn das für eine Datei? Ja, PNG, okay. Ja, könnte vielleicht ein bisschen groß sein. Habe ich nur die Dateigröße im Backend angeschaut, 800 Kilobyte, geht eigentlich noch für ein PNG. Ne?
Dann hat er das eingebaut und das rödelt und rödelt und rödelt und es kommt im Frontend nichts raus. Und nach, weiß nicht, gefühlt einer Minute oder so war dann das Ding sichtbar. Dann habe ich mir die Datei nochmal genauer angeguckt. Jetzt hat die eine Auflösung von 16.000 mal 5.000 Pixel gehabt oder so. Und irgendwie ist dann, wurde die nicht mal mehr verkleinert. Ja? Also normalerweise landen die ja in Processed. Das ging gar nicht. Ne? Also andere Bilder, die kleiner waren, die wurden ordnungsgemäß verkleinert, so wie es gedacht war, die nicht. Ne? Also da ist irgendwie, ich weiß gar nicht, was da eingestellt ist, Graphics Magic, Image Magic und so, hat er voll die Grätsche gemacht. Und dann kam das Bild mit 16.000 Pixel Breite im Browser an. Natürlich dann HTML verkleinert auf 300 Pixel oder so. Ja. Und da wäre natürlich diese Extension mega geil dafür. Ja. So, MFA in der Doku, Typo 3 Core currently provides the integration of the type of the backend, but with fully support, will fully support multi-factor authentication in the frontend in the future releases. Ist das vielleicht, gibt es hier eigentlich irgendwo eine Roadmap für 13? Also was so detailliert geplant ist. Die kann das dann auch nicht. Müsst mal testen. Also ich habe in meinen Tests, als ich die Extension das erste Mal in den Finger hatte, habe ich so 5.000, 6.000 Pixel große Bilder hochgeladen. Da ging es ohne Probleme. Mit 16.000 habe ich es noch nie probiert, muss ich ehrlich sagen. Muss man mal gucken. Aber ja, also ein 16.000 Pixel breites Bild habe ich, glaube ich, noch nie irgendwo gesehen. In der Schulung. Wo? Ja, Development Roadmap, da steht es doch. Aber detaillierter steht es nirgends, gell? Da bin ich auch mal gespannt. Ne? Reusable Components for Creating New Sites, was genau damit gemeint ist. Da haben wir neulich im Education Committee, wir haben uns die Changelogs und so weiter angeschaut, weil wir an dem Syllabus für 13 ja schon dran sitzen. Und da sind wir auch so ein bisschen drüber gestolpert, was ist damit eigentlich gemeint? Das haben wir mal im Slack gefragt, ja, wusste irgendwie auch niemand so richtig. Also im, welcher Channel war das? Core Dev Channel? Weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall wussten die das auch nicht so wirklich, was damit gemeint ist. Zumindest die Leute, die zu dem Zeitpunkt dann gerade online waren halt. Ne? Ja. Reusable Components. Jo, bleibt spannend auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend so langsam. Schon bald wieder 9:30. Ja, war interessant. Hat nicht alles so funktioniert wie erhofft, aber was soll's. Ne? Haben wir wieder was gelernt. Und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend und sehen uns vielleicht nächste Woche wieder. Also bei mir sieht es gut aus. Ich habe nichts anderes vor. Genau, Link poste ich nochmal für die zu spät gekommenen, ne? Twitch Notes und Forum. Schaut da gern vorbei. Und dann sind wir fertig, würde ich sagen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart. Und bis demnächst, gell? Ciao. Kein Wort von AI. AI, AI, AI. Okay. Ciao.